Das ist nicht das, was wir sehen wollen. Das ist nicht, womit ihr euch unterhalten könnt. Das ist einfach Kacke im Kopf, ihr Dad. Das ist einfach Kacke im Kopf. Weiß gar nicht, was ich überhaupt davon denken soll. Mann! Mann! Alter, was ist dein verficktes Problem? Was geht da hinten ab? Stöhnen. Okay, alles klar. Oh, nein! Hör auf damit! Okay. Okay, was kämpft ihr? Wow. Hier ist aber ganz schön der Aufstand, würde ich mal sagen, wa? Haha. Ich rette euch, ihr Assis. Oh, shit. Das ist ja ganz schöne Party ab. Nö. Geil, wir haben was zusammen erreicht. Ich muss noch mal ein bisschen Munition einsammeln. Ja, ich. Winston ist verletzt. So ein alter Typ. Fliegt ihn zusammen und bringt ihn nach hinten, sobald es geht. Und dann nicht die traurige Half-Life-Musik. Gordon Freeman. Wie hast du das nur geschafft? Wir haben Meldungen von Alex erhalten. Mal sehen, ob sie zu erreichen ist. Mal sehen, ob sie zu erreichen ist. Dein Gesicht, Alter. Diese dumme Musik, die jeder mal sein... YouTube-Videos benutzt hat, immer bei Team Fortress, immer diese traurige Musik, da niemand eine andere kannte. Alle so immer, oh Mann, was für eine Musik kann ich verwenden? Ich bin 15 Jahre alt und ich kann mich mit Musik und sowas nicht aus. Ah ja, ich kann bei Half-Life 2 mal in die OST reingucken und da so immer, Murby Murb, Murby Murby. Das ist das Einzige, was sie dann immer gemacht haben. Das ist das Einzige, was sie kannten, weil sie wussten es nicht besser. Ich war ja auch nicht besser. Ich habe damals, als ich mal ein Zombie-Survival-Ding gemacht habe, ich Scatman genommen. Und noch eine dumme Kacke damals. Eine Skatman. Das ist das Einzige, das ist so peinlich. Was soll ich denn machen? Halt die Fresse, ja. Ja. Können wir nicht. Oh. Nova Prospect. Das ist aber traurig, muss ich schon sagen. Gleich finden wir ihn in so einer dummen Kapsel, ne? Ja. Ich hasse Story. Normalerweise liebe ich Half-Life Stories. Aber wisst ihr was? Es gibt seit. Was soll ich. Wie lang gibt es keine Half-Life-Stories in irgendeiner Art und Weise, weil alles bei Eli Arschloch aufgehört hat? Oh Gott. Taukanone? Was? Wir sind bei Warhammer? X3, nee, wie war es der X3-Kampfanzug? Der E-Punkt bereit. Und da sind sie immer losgegangen. Und da kam der Commander, der hat immer die geilste Waffe. Tau war die geilste, wie immer gehen. Und die Necros hatte ich ganz gerne gespielt. Ich glaube, Freddel mochte auch die Necros. Immer die, guckt auf die Crowbar an. Immer so, hör, ich zieh so hinterher. Das ist voll realistisch. Ich zieh so hinterher. Was war. Ja, stöhnen. Wieso eigentlich immer stöhnen? Ja. Moonbehälter? Ein Moon. Wenn du im Wagen bleibst und die Klopfer nimmst, sollten dir die Ameisenlöwen nichts können. Die Klopfer. Ihr wisst ihr Bescheid, die Klopfer, Leute. Also wenn ihr die Klopfer nehmt, wisst ihr die Klopfer. Okay, Entschuldigung, geht wieder. Highway 17. Der Wagen steht. Ja, wow, kannst du noch monotoner kriegen? So, wir haben jetzt Munition. Ja. Ja, jetzt fahren wir mit einem fucking Kran. Ist ja schön, dass du einen Kran besitzt. Ist da drin eigentlich wirklich jemand? Und wenn ja, wie bist du da reingekommen, Alter? Da ist jemand, aber ich weiß immer noch nicht, wie du da reingekommen bist. Das ist, glaube ich, auch nebensächlich, oder? Werde ich jetzt auf die Endline raufgesetzt? Ich glaube nicht. Wir losfahren. Hallo. Erwischt. Das ist super. Wieso werde ich falsch rum abgesetzt? Das finde ich nicht so witzig. Oh. Wow. Dankeschön dafür. Voll das Arschloch, das passiert gar nicht immer. Hallo? Ich werde hier von 1000 Typen abgeknallt, auf einmal aus dem Nichts. Ach, Kacke. Oh, das Ding erstmal wieder umdrehen, weil die Bitch irgendwie... Wow! Okay, alles. Ja, hau schnell ab. Blöde, das Wort, das ich nicht sagen darf. Okay, alles klar. Coole Musik. Wir fahren nur herum. Ich weiß, es ist nicht der richtige Weg. Übrigens würden wir nur ein bisschen cooler rumfahren, wenn wir die Gegend ansehen. Ist ganz interessant hier. So. Aber hier oben lang kann man hier fahren, ne? Jupp. Stimmt, ist ja irgendwo der G-Man. Lass mal hier hochfahren. Guck dir das an, ey. Wir haben hier unsere ganze Laserkanone hier. Da wollen wir keine Angst haben vor irgendwas, ne? Yeah. So, habt ihr das gesehen? Wie cool wir gerade waren. Jetzt kommt mal wieder der coole Shit in den Spiel. Da sind wir so richtig cool, sind wir gerade wieder. So richtig so, yeah. Guckt mal, wie cool wir sind, Leute. Guckt euch das doch mal an. So. Der ganzen Sache vertraue ich ja nicht so ganz. Gehen wir mal lieber hier gucken, ob was Wichtiges noch an Munition oder sonst was ist.
Ja. Wir sind Landdetektiv, wir kriegen eh nicht alle, aber... Alle Sachen werden wir nicht finden, wir haben schon einige übersehen. Ich habe euch ja extra gesagt, das sind einige Munitionsposten, die wir nicht bekommen haben, aber kack drauf. Wir brauchen den ganzen Scheiß, wir wollen den Scheiß nicht. An der Handbremse. Es ist halt echt die Taukanone, das ist die aus Half-Life 1, die haben sie einfach hier rangeschraubt an den Van. Ich will weiter zocken. Sonst bringe ich eure ganzen Kinder um und ich werde sterben in der Hölle und ich... Okay, alles klar, ich muss nicht weiterreden. Da sollte ich nicht weiterfahren. Ich glaube, es ist besser, wenn wir runterfahren. Weil das ist um einiges gesünder für unsere Sanity. Leider fahren wir nicht runter und wir sterben nicht und das ist eigentlich schon ganz cool so. So, wollen wir mal das Ding hier aufladen? Bestimmt kommt hier gleich ein Gegner oder, ja genau, oder das da. Alter, das war ziemlich schlimm. Na gut, hier kommen ja keine Endlines hin, weil die Klopfer hier sind, wie sie nennen. Die Klopfer sind echt schlimm. So, da ist extra schon ein Warnzeichen. Geht da nicht rein, da sind Tote drin. Und da haben sie schon ganz recht mit. Weil, wenn ihr wirklich hier rein wollt, dann schießt man den ganzen Kram hier weg. So. Und dann wundert man sich trotzdem. Natürlich, wo kommen die denn her? Oh nein, das ist hier runtergefallen. Und hier, also wer noch mehr Anzeichen braucht, dem ist sicher zu helfen. Dafür, dass hier der böse Shit abgeht. Weil der böse Shit, der wartet hier schon auf einen. Naja, ist halt so, ne? Man kann dem bösen Shit ja auch nicht böse sein. Nein. So, bist du hin? Da, ach so. So, tschüss. Also ich habe hier das Maschinengewehr und die Munition momentan. Aha. Oh. Na, ich habe einen Poison-Zombie. gehört. Der wird definitiv hier drin sein. Ja, ist er. Noch eine Granate. Die Typen machen mir so eine gewaltige Angst. Sie haben so eine geile Soundatmosphäre eigentlich. Die sind echt gruselig, muss ich sagen. Ich finde die echt fucking gruselig. Naja, egal. Jetzt ist er tot. Ich fand die damals echt schlimm. Also, ich finde die auch wirklich schlimm. Muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen. Also, die Typen, die haben echt gewissen Charakter, der nicht so oft gezeigt werden kann. Also, gerade die Aber das macht nicht das Design an sich. Das macht natürlich die Soundkulisse, die sie haben. Und Soundkulissen in Spielen, die können immer. Soundkulissen von alten Spielen können immer gut sein, weil Sounds und Grafik, da spielt sich die Qualität von den Jahren her komplett auseinander, weil Sounds konnte man schon immer gute machen, sag ich mal. Natürlich, mit der Zeit kann man immer synthetischere Sounds machen und sowas, aber die haben damals schon echt geile Sounds gehabt. Gerade die Poison-Zombies, die hören sich echt interessant an. Das Einzige, was dir wehtut, ist eben halt, dass das Geräusch so oft loopt. Ansonsten ist das eigentlich echt okay. Aber damals weiß ich noch, dass ich riesige Angst vor diesen Viechern hatte. Gut, dass diese Klopfer hier stehen. Ich kann mich hier nochmal in Ruhe umsehen. So, wollen wir nochmal gucken, was wir finden? Ja, klar wollen wir das. Aber wir brauchen die Ressourcen und so weiter. Was willst du, Endline? Stirb! Und er immer so, nein, nicht der Klopfer, oh nein! Das ist immer so das, was er sich denkt in dem Moment. Hui! Ja, was haben wir denn hier eigentlich? Ein paar Kanister. Ist das nicht der Moment, wo man gleich den G-Man sehen kann? Yeah. Wow! Okay! Wow! Noch einer! Okay! Wo kamen die auf einmal alle her? Ich dachte so, jo, geile Situation an sich so und dann auf einmal... Übrigens, hier kann man den G-Man sehen irgendwo gleich. Wenn man lange genug drauf guckt, da oben ist er! Da oben ist der G-Man, da oben, wo das Fahrkonzert lang geht. Der spricht ja gerade mit dem Heini, den wir bald kennenlernen werden. Und wir haben eigentlich keine Ahnung, warum. Ja, man kann sich das eben halt so ansehen. Er kickt den Endline nochmal runter. Aber der wird auch, glaube ich, auch schon gleich weg sein, glaube ich. Nee, ist immer noch da. Nee, da geht er. Naja. Check ich nicht. Das sind so Sachen... Ah, Mann. Diese ganze Kacke mit den G-Man. Wisst ihr, die regt mich so auf. Das könnte so eine gute Geschichte sein. Aber die wissen selber nicht. Die wissen selber nicht, wie sie diese Geschichte weitergestalten sollen. Das ist die Kacke dahinter. Die haben keine Ahnung, das ist so ein mysteriöser Mann. Aber dafür, die richtige Geschichte zu finden, nachdem er so lange gewartet hat, das ist unmöglich, dass sie damit richtig liegen können. Deshalb machen sie kein Half-Life 3. Die haben viel zu viel Schiss, diese Story richtig weiterzuführen. Weil die haben aus dem G-Man versucht, so viel zu machen. Das ist so ein Mysterium. Aber denkt ihr, die machen irgendwas drauf? Nö. Die so, nö, wir lassen euch jetzt einfach so liegen. Und alle Fans sind angepisst und worden. Stattdessen einfach nur Microstand Actions pur. Team Fortress, Dota.
Counter-Strike Global Offensive. Alles Beispiele dafür. Aber gut, ein Singleplayer. Nein, nein. Das gibt's nicht nochmal. Das ist halt das, was mich so ärgert. Das ist halt das, was mich wirklich ärgert. Was ich wirklich schade finde. Naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Wirfst du Granate auf mich, Alter? Jetzt wird's aber echt traurig hier, muss ich schon sagen. Ja,